Du bist mein Retter. Weißt du das? Sieht gut aus, Kumpel. Ich wusste, dass du da reinspringst. Was ist es, BD? Mein Freund, wir suchen ein Astrium und befinden uns in Kutschets Grab. Was immer das war, es ist weg. Hey, Cal. Lust auf eine Revanche später? Ja, jederzeit. Klingt gut. Gehst du zum Training? Immer. Okay, dann sehen wir uns später. Tschüss. Es heißt, wir kriegen bald neue Befehle. Ach, endlich. Ich bin froh, wenn ich hier wegkomme. Du hast es aber eilig. Meister T'Pol. Padawan, Zeit für deinen Unterricht. Ja, Meister? Du musst uns erreichen und lass mich nicht fahren. Erfolg und Fehlschlag, Leben und Tod, Licht und Dunkel, getrennt durch deine Einstellung zu ihm. Commander. Fokussiert. Voll konzentriert hättest du diese Ablenkung vorausgeahnt. Besser, Padawan. Komm zu mir.
Wir werden mit einer Aufwärmübung beginnen. Doch zuerst haben wir Befehle. Braca ist gesichert. Schon bald rücken wir nach Mygeto aus. Ja. Du musst... Meister, seid ihr okay? Irgendwas stimmt nicht. Nein, nein! Was geht hier vor? Warum war der Commander? Padawan, etwas Schreckliches ist im Gange. Die Klone haben uns hintergangen. Deine Fragen müssen warten. Es ist keine Zeit. Wir müssen sofort das Schiff verlassen. Schnell! Zu den Rettungskapseln. Und nimm die Wartungsgänge. Wir haben das trainiert. Erinnerst du dich noch? Ja, Meister. Und was wird aus euch? Ich sorge für Ablenkung und komme dann wieder. Wenn ich bei deiner Ankunft nicht da bin, geh ohne mich. Wir sehen uns auf Braca wieder. Hast du das verstanden? Ja, Meister. Sie kommen. Ich werde zwar die Drucktüren schließen, aber wenn sie dir begegnen, darfst du keinesfalls zögern. Geh. Möge die Macht mit dir sein. Geh. Los! Da ist er. Er schießt ihn. Nein, halt! Unterwegs. Wir brauchen Verstärkung. Muss tanzen, um durchzukommen. Das ergibt keinen Sinn. Was ist hier los? Können wir den Jedi sehen? Der Kleine ist verschwunden. Sucht überall. Er kann nicht weit sein. Luft wieder raus. Hey! Was war das? Haltet die Position. Ich sehe nach. Melde Verluste. T'Pol hat mehrere Trupps ausgeschaltet. Sofort schießen. Verstanden. Ich versteh's nicht. Was ist passiert? Was war das? Da ist er in den Wartungsgängen. Ich glaube, hier ist der Turbolift. Danach ist es nicht mehr weit. Stehen bleiben. Schalte den aus, dann holen wir uns Support. Padawan, dein Lichtschwert. Tut mir leid, Meister. Weiter klettern, wir treffen uns vorne. Thank you.
musst ihn aktivieren, wenn wir fliehen wollen. Ja, Meister. Herr Paul sitzt in der Luftschleuse fest. Schickt Verstärkung. Jaro, Herr Paul ist auf der anderen Seite der Tür? Ja, aber er kommt nicht durch. Es dauert zu lange, die Türen mit dem Lichtschwert aufzuschneiden. Wir warten hier, bis er umstellt ist. Und rücken dann zum Abschuss vor. Hört ihr das? Bereit machen! Los, Padawan, wir müssen sofort weg. Die Türsteuerung! Schiffsreaktoren überlastet. Im Schutz der Explosion können wir fliehen. Der Krieg ist nicht vorbei, mein Padawan. Halte die Stellung. Warte auf das Signal des Rats der Jedi. Und vergiss nicht, vertraue nur der Macht. Ja, Meister. Padawan. Es ist Zeit für die Ausbildung. Mein Tod ist deine Schuld. Schwach wie immer. Du bist eine Ente. Dein Wille ist schwach und du hast keine Disziplin. Du wirst immer schwach sein. Ja, mein Blut an deinen Händen, mein Schüler. Du bist ein Versager. Schwächling. Ein Verräter! Du bist kein Jedi! No! Es ist kaputt. Der Kristall zerbrach. Nutzlos. Nichts. Danke. Lass uns verschwinden. Ich kann's nicht erklären. Vielleicht verstehe ich's nicht mal. Ist es nicht nach Plan gelaufen? Ich hab dich ja gewarnt. Lass mich allein.
Wie bitte? Allein lassen, verloren und schutzlos in dieser gefährlichen Welt. Niemals. Okay, jetzt ist genug. Wer seid ihr wirklich? Terran Malikos. Ehemaliger Jedi. Genau wie du. Wir haben so viel gemeinsam. Das bezweifle ich. Oh. Wir haben die Auslöschung überlebt. Meine Truppen haben mich verraten. Ich war gezwungen, ihnen das Leben zu nehmen, und dann bin ich geflohen. Zu diesem einsamen Ort. Die Dunkelheit! Sie verschlang mich fast. Aber ich widerstand. Ihr seid der, dem die Brüder der Nacht folgen. Ja. Oh. Aber diese Wilden, sie respektieren allein die Stärke. Und wir wissen beide, die Macht ist eine enorm starke Verbündete. Nein. Nein, ihr nutzt die Macht nur eigennützig, missbraucht sie. Das widerspricht dem Prinzipien der Jedi. Es sind dunkle Zeiten! Wenn wir nicht gemeinsam kämpfen, werden sie uns verzehren! Ich brauche eure Hilfe nicht. Dein kaputtes Lichtschwert sagt etwas anderes. Du hast da drin was gesehen, oder nicht? Etwas Furchtbares. Es gibt viele solche Orte hier auf Dathomir. Komm in meine Familie. Dann lehre ich dich das alles, diese Kraft zu beherrschen. Komm in meine Familie. Dann lehre ich dich das alles zu beherrschen. Vertraute Worte, Malikos. Schwester Meryn. Seit Jahren. Sagt ihr, die Jedi hätten das Massaker an meinen Schwestern begangen. Jetzt steht einer vor uns. Und ihr wollt ihn in eure Familie aufnehmen. Damit wirst du leben müssen. Doch es fehlt dir an Stärke, kleine Hexe. Stärke. Ihr seid verrückt, Malikos. Dathomir hat euch verwirrt. Und durch meine falsche Loyalität konntet ihr die Brüder der Nacht vom Weg abbringen. Anders als die Jedi legen Schwestern der Nacht von Dathomir die ihren nicht rein. Unser Band währt ewig. Deine Schwestern sind tot! Ja. All ihre Gräber umgeben euch. Zeit zu gehen. Närrische Göre. Über diese Kräfte hast du keine Kontrolle mehr. Ihr beide sollt wissen. Bekämpft ihr eine Schwester der Nacht von Dathomir. Bekämpft ihr uns alle. Lauf. Soll die Mantis da klar machen. Was ist los? Hier hat eine Untote-Effekt. Die verfolgt mich. Oh, oh, und du führst sie hierher? Captain, Start klar machen.
uns weg von hier! Was hast du getan? Auf meinem Schiff kriechen überall tote Hexen rum! Weg hier! Was ist passiert? Hast du das Grab gefunden? Das Lichtschwert deines Meisters. Ich sah ihn. Meister T'Pol, es war der Tag seines Todes. Ich sah, was ich tat. Kerl, alles ist zerstört. Ich konnte ihn nicht retten. Kerl, du warst noch ein Kind. Nein. Ich hätte ihm helfen können, wenn ich nur auf ihn gehört hätte. Wenn ich stark und mutig gewesen wäre. Ich hätte ihm helfen können. Ich weiß es. Kerl, du sollst endlich wissen, was mir bei der Flucht vor dem Imperium passierte. Sie brachten Trilla ins Zimmer. Als ich ihre Augen sah, wusste ich, es war meine Schuld. Sie war eine Inquisitorin. Und etwas in mir starb. Ich verlor völlig die Kontrolle. Ich tauchte ab in die dunkle Seite. Und tötete sie alle. Ich verschonte keinen einzigen. Nur sie ließ ich gehen. Viele Jahre konnte ich mir das selbst nicht verzeihen. Ich war ein Wrack. In mir war nichts als Zorn. Ich konnte ihn nicht unterdrücken. Es gab für mich keinen Ausweg. Und ich wollte nur noch sterben. Doch dann erfuhr ich von dem Holocron. Ein Hoffnungsschimmer, dass es eine Zukunft geben könnte, für die es sich weiterzumachen lohnt. Steh auf. Ich kann nicht rückgängig machen, was ich getan habe, und du rettest auch nicht mehr deinen Meister. Es ist vorbei. Aber Kerl, du musst auch wirklich weitermachen wollen. Und wie? Du wirst hiermit anfangen. Es ist deine Aufgabe, ein neues zu bauen. Man wird dich prüfen. Ja. Aber ich bin bereit. Ich meine nicht nur hier. Jeder Jedi begegnet der dunklen Seite. Und es ist leicht zu scheitern. Ihr kämpft immer noch mit der dunklen Seite. Auch nachdem ihr euch von der Macht gelöst habt. Wir werden immer kämpfen. Das ist die Prüfung. Die Wahl, weiterzukämpfen, macht uns zu dem, was wir sind. Dann sollte ich jetzt rausfinden, wer ich bin.